Hallo Leute, ich bin's wieder, der Chris. Und Marius. Genau, und heute seht ihr das allererste Gameplay von Black Ops 2. Es wurde von Marius erspielt mit meinem Account. Der sitzt gerade neben mir. Sie, glaube ich, gehört. Irgendwie logisch. Und ja, ist auf Nuketown 2025. Dazu kommen wir später noch. Und ja, das war's erstmal dazu. Genau. Ja, wir haben eine Klasse benutzt, die uns sehr, sehr gefällt. Mit der spielen wir eigentlich schon die ganze Zeit hier, die ersten Stunden unserer Black Ops 2 Karriere. Und zwar haben wir uns die Maschinenpistole PDW 57 ausgesucht. Genau, also das ist eine ziemlich coole Waffe, die kann ich euch empfehlen, beziehungsweise die können wir euch empfehlen, weil die ist eigentlich ziemlich gut für den Anfang. Am Anfang hat man noch nicht so viele Waffen freigeschaltet, das ist ja auch irgendwie klar. Und die habt ihr gleich am Anfang, könnt ihr gleich bei, ich glaube mit Level 5 könnt ihr die schon freischalten und dann könnt ihr damit eure Klasse erstellen. Und ja, als Aufsätze haben wir Schalldämpfer, also den Schalldämpfer dabei und den Vordergriff. Und ich sag euch Leute, mit dem Vordergriff ist das ziemlich krass, weil die Waffe verzieht einfach so ziemlich kaum. Also ist echt enorm. Ja, ohne Vordergriff natürlich ein bisschen mehr und das erleichtert das ganze Spielen auf jeden Fall auch. Und eigentlich haben wir nur mit dieser Waffe gespielt, oder? Die Type 95 haben wir noch ausprobiert, aber die war nicht so unser Fall bis jetzt. Und ja, also wir haben die ausprobiert, ich fand sie eigentlich ganz gut, aber dann haben wir die Waffe hier genommen. Und dann haben wir nur noch mit dieser hier gespielt, also die ganze Zeit bisher. Auf jeden Fall eine gute Waffe für den Start, wenn ihr schnell leveln wollt und so, macht es dann Sinn. Ist auf jeden Fall ziemlich dufte. Ja, Zweitwaffe 5.7 jetzt nicht so besonders. Unsere Perks sind Hardliner, flinke Hände und Techniker, ganz besonders. Ja, also Techniker, da seht ihr einfach nur das feindliche Equipment, flinke Hände, was das macht es nochmal. Linkhände war schneller zielen. Schneller Waffenwechsel und schneller Einsatz von Ausrüstung. Das bringt ja gar nichts. Achso, ich dachte, man kann schneller zielen, anscheinend ist es doch nicht so. Ja, also man kann nur die Waffen schneller wechseln und Ausrüstung schneller. Genau, und Hardliner ist so wie immer halt, man braucht weniger Punkte für die neuen Punkteserien. Sind da keine Kill-Serien mehr. Genau. Was sind unsere Kill-Serien? Nein, Punkteserien natürlich. Punkte, ja, die heißen jetzt nämlich Punkteserien, also wirklich Punkteserien, nicht Kill-Serien. Die seht ihr auch durchs ganze Gameplay hinweg, kriege ich die auch öfter mal. Also wir haben hier einfach die Drohne dabei, ich meine Standard, da braucht man 350 Punkte für. Ganz wichtig zu sagen ist, dass die Drohne sehr gut ist, weil wenn ihr sie aktiviert habt, kriegt ihr jedes Mal einen Drohnen-Assist. Da kriegt ihr 10 Punkte für jeden Kill, den eure Mitspieler machen, wenn die Drohne oben ist, die ihr aktiviert habt. Ist sehr, sehr gut, da kommt ihr dann auch schnell zu neuen Kill-Serien. Ja, cool. Ja, als nächstes haben wir den Hunter-Killer dabei. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Da habt ihr eigentlich so ein Flugzeug in der Hand. Das seht ihr, glaube ich, hier auch noch im Verlauf des Spiels. Oder habt ihr schon gesehen? Wie so ein kleiner Papierflugzeug. Genau, so wie ein Papierflugzeug. Man wirft es einfach in die Luft. Am besten in Richtung eines Gegners. Und dann, wenn man Glück hat, fliegt diese Hunter-Killer-Drohne in den Gegner rein. Und dann explodiert das Ganze. Und ihr habt einen Kill bekommen. Und 25 Punkte zusätzlich. Und ja, ansonsten, manchmal fliegt die auch einfach nur gegen irgendwelche Wände. Ist uns schon des Öfteren passiert. Aber da fliegt irgendwelchen feindlichen Drohnen hinterher 10 Meilen. Ja, und über dann den bekommt Meer. Man sau viele Punkte, einfach krank. Oder waren das viele Punkte? Ich glaube. Ja, ging auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr, als wenn man damit jemanden killt. Ja, genau. Ich glaube, die haben doch extra nicht so viele Punkte gegeben, wenn man jemanden killt, weil einfach das zu overpowered wäre und du wirst die ganze Zeit nur rumwerfen. Das finde ich auch gut, dass man durch die ganzen Abschussserien, also wenn ihr jetzt zum Beispiel selber killt, dann bekommt ihr 100 Punkte pro Abschuss und wenn ihr dann irgendwie so mit Punkteserien die ganzen Abschüsse macht, dann bekommt ihr pro Kill gerade mal 25 Punkte. Das ist also eigentlich ziemlich gut umgesetzt, dass ihr mit den ganzen Punkteserien nicht irgendwie jetzt die nächste Serie erreichen könnt. Genau. Also da sehen wir die Hunter-Drohne im Einsatz direkt in seine Fresse. So muss das sein. Schön eiskalt. Und dann haben wir auf jeden Fall auch sehr gelacht. Da gab es manche Situationen, die waren echt lustig. Auf jeden Fall, da kann man viel Spaß haben mit dem Ding, glaube ich. Genau. So, und die letzte Abschuss... Nein! Punkteserie. Was sag ich denn Abschussserie? Ja, naja, ich sag auch immer, aber ich muss mich daran auch erstmal gewöhnen. Unglaublich. Auf jeden Fall, die letzte Punkteserie ist der Dragonfire oder die Dragonfire. Ich weiß nicht, was man da benutzen soll, auf jeden Fall. Dragonfire und die seht ihr auch noch im Einsatz auf jeden Fall. Die seht ihr nämlich jetzt gleich im Einsatz. Ich renne jetzt nach hinten, habe die Bombe platziert, sehr objective gespielt, ich bin der Allerbeste und aktiviere jetzt den Dragonfire. Genau. Also hier, man muss sich einfach in die andere Richtung drehen, ohne Sinn eigentlich. Ja, aber wir haben uns auch am Anfang so gefragt, ob die vielleicht ein bisschen stark sein könnte, also ein bisschen zu stark, aber die ist eigentlich... Weil so wir auch selber davon sind auch getötet worden, aber du musst einfach nur zweimal, dreimal draufschießen. Ja, ja, wenn man trifft, dann ist die ziemlich schnell kaputt. Sieht man jetzt auch gleich, ich denke mir so, ich kann jetzt hier den Überscore machen und dann werde ich einfach geschossen. Wir dachten so, weil wir wurden vorhin irgendwie ganz oft mit dem Teil getötet, richtig untereinander und dann dachten wir... Also wenn ihr es seht, einfach raufschießen, geht ganz schnell und dann ist das Ding auch weg. Ja. So, das war's schon zu unserem
Abschussserien. Also, nein! Punkte-Serien. Ja, also die Punkte-Serien sind eigentlich bisher ganz nett. Und das Coole ist, also ich habe bisher noch nicht so mitbekommen, dass viel, ja, Punkte-Serien-Gehure am Start war. Also sprich, hält sich alles im Rahmen, damit wohnen. Also damit kann man jetzt nicht ultimativ viele Kills machen, so wie mit dem MW2 mit dem Chopper-Gunner. Wobei es ja hier so eine ziemlich hohe Kill-Serie, Punkte-Serie gibt. Die VTOL. Du hast ja aber noch Schwarm, das ist alles noch nicht freigeschaltet. Vielleicht sind die auch richtig krass, aber du brauchst aber viele dafür, Punkte. Ja, aber für diesen FTOL-Einheit braucht man einfach mal 1600 Punkte. Und das ist schon... Das sind 16 Kills in der Reihe, oder? Ja, 16 ohne Kills, ohne zu sterben. Ist schon eine Ansage. Dann wird es vielleicht noch nicht mal so überpowered. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, man muss ja nur Objective spielen, aber wenn man Objective spielt, dann stirbt man leichter. Wir können das auf jeden Fall noch nicht einschätzen, weil wir noch nicht so ein hohes Level haben. Oder also, oder? Die Kills, die Punkte... Ich mag diese Punkteserie nicht. Also die Punkteserien können wir halt noch nicht einschätzen, so wie das ganze Spiel noch nicht. Aber, erster Eindruck. Im Grunde gefällt es auf jeden Fall. Ja. Also, es spielt sich auch anders als Black Ops so. Ja, fand Black Ops 1. Weil ich habe so überlegt, ja, ich weiß ja nicht, wenn man jetzt so, weil Black Ops, mit dem Spiel bin ich nie klar gekommen, mit dem ganzen Zielen und so. Aber das spielt sich einfach wirklich anders. Also, das Waffenfeeling ist schon besser. Also, vom Feeling her gefällt es mir viel, viel besser als Black Ops 1, wo ich echt niemals mit warm wurde, was mir nie gefallen hat. Und MW3 ist ja so der neueste Titel da, auf jeden Fall. Gefällt es mir auch irgendwie besser vom Handling her, ich weiß auch nicht. Also, bis jetzt auf jeden Fall. Ja, bis jetzt finde ich es auch ganz gut. Wir haben noch nicht viel gespielt, aber... Ja, ich meine, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie so ein erster Eindruck-Video rausknüppeln. Das finden wir lächerlich, um ehrlich zu sein. Ja, nee, das machen wir nicht. Das wollen wir jetzt nicht das ganze Video durchlabern. Und das ist hier Nuketown 2025. Kommen wir mal zum Hauptthema. Genau, also die Karte, die wunderschöne, aufgestylte Karte. Ich habe gedacht, die wurde auch noch ein bisschen verändert, aber strukturell hat sich da gar nichts geändert. Nur so vom Aussehen haben sie da ein bisschen was aufgepeppt. Genau, sie haben so ein bisschen auf alte Schule gemacht, würde ich mal sagen. Ja, so dieses, ich weiß nicht, Retro-Style ist so. Naja, Retro-Zukunft-Ding, oder? Ja, das ist so gemischt auf jeden Fall. Also ist so aus früher, die frühere Sicht auf die Zukunft. So kommt es mir so vor. Wirklich. Tja. Das hat man auch bei Zurück in die Zukunft. So sah das auf jeden Fall auch richtig geil. Das stimmt, Alter, als ob du den Film spielst hier, Alter. Ja, Mann. Nee, aber die Karte ist eigentlich, so wie im Black Ops halt. Viel Action dabei und man kann viel Punkte machen. Also wirklich, die werde ich auch demnächst richtig viel suchten. Da kann man, ja, stimmt, das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Am Anfang erstmal Nuketown spielen, kannst du viele Punkte machen. Also sofern ihr natürlich die Karte habt, weil es ja so ein DLC. Aber ich glaube, die ist sogar bei voll vielen dabei. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht überall dabei ist. Naja, aber auf jeden Fall, die Waffe halt ist sehr zu empfehlen für den Anfang. Die Type 25, so heißt sie doch, oder? Ich guck mal. Triple Kill hier. Ja, ich muss mein eigenes Gameplay bewundern, weil es ist auch erst 2 Minuten her, dass ich das gespielt habe und ich sehe es jetzt auch wieder mal zum ersten Mal und ich habe es echt gut gemacht auf jeden Fall. Ich habe als einziger Black gespielt, so kommst du mir vor, ich war mit 2 Plants, habe ich die beiden Bomben zum Explodieren gebracht, also ich war auf jeden Fall, ich will mich ja selber zu hoch loben. Keineswegs selbstverherrlichen. Aber nein. Ja. Hier, Das war auch eigentlich gut, hier hat er nochmal schön gekillt und dann hat er dieses Dragonfire aktiviert. Genau. Und damit habe ich dann den Rest abgeräumt, so. Aber da sieht man jetzt auch gleich, ich habe zwar ein paar Leute getötet, aber dann sehen sie, dass ich da drin bin und töten mich sofort ganz schnell, indem sie mich einfach abschießen. Er checkt natürlich auch nicht, aber gleich kommen, glaube ich, 2 Leute rein. Also man muss doch dazu sagen, hier am Anfang sind auch so totale Noobs am Start. Also ist ja immer so. Ja, genau, hier ist die Situation und zack, weg bin ich. Das also wirklich, dieses Teil ist ziemlich schnell zu zerstören, aber jedenfalls nochmal zurück zu den Waffen. Das ist auch eine Galaxie, boom, damit einfach gerettet. Ja. Also die Type 25 ist auf jeden Fall auch einigermaßen empfehlenswert, also damit komme ich auch recht gut zu klar. Und die hat man auch gleich am Anfang. Also von daher, das sind so 2 Waffen, die wir euch jetzt mal einfach mal so empfehlen. Ne, falls ihr überhaupt nicht wisst, wie ihr jetzt so spielen sollt. Und ja, ansonsten. Ihr findet alles selber raus. Genauso wie wir werden auch noch viele Dinge herausfinden und euch dann berichten, was dann so gut ist, was nicht. Werden wir mal gucken. Da werden wir natürlich wieder ein paar Klassenempfehlungen machen, denke ich mal. Und da wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen. Aber ansonsten. Ja. Das war das erste Video erstmal von Black Ops 2. Und also ich bin erstmal am Anfang positiv überrascht, aber man weiß ja nie, wie sich das so entwickelt. Genau, die Freudätschen grenzen, man weiß ja, wie es endet. Aber die ersten Monate wird auf jeden Fall ganz nett und von daher war es das erstmal von mir und von daher, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal, ciao.